Shalom und herzlich willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Junge, oh Junge, dieser Gondoliero ist ganz schön musiknervig. Und der arme Bosa hat schon wieder nicht gerissen gekriegt. Okay, also, es hat wohl nicht ganz so funktioniert, das sieht einfach nur auszutauschen. Wir müssen den Gondoliero irgendwie, ich sag mal, anderweitig loswerden. Und so. Klopapierfetzen ist tot. Seltsames Klopapier. Übersät mit kleinen Hubbeln. Kein Wunder, dass... Eigentlich möchte ich gar nicht mehr darüber reden. Ja, besser ist das. Ein Rasiermesser. Frisch. Bald kann ich einen Zoo aufmachen. Oh Junge, ich kann es kaum erwarten. Penis muss ja ein lebender sein. Aber ich glaube, der hat doch gelebt, oder nicht? Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will eine Gehirnoperation vorbereiten und keine Eisdiele eröffnen. Oder wofür auch immer man saubere Sachen braucht. Jupp, gebe ich dir vollkommen recht. Was sagt denn das Questlog? Wenn man mal so das Ganze ein bisschen Revue passieren lässt, haben wir schon echt viel geschafft. Wir haben jetzt die Eier gefunden, haben das Feuerschnabeltier bereits ausgebrütet. Jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie schaffen, die anderen Schnabeltiere zu dingsen, auszubrüten. Aber wie werde ich denn Mitglied? Das kann ich mit Klaffzeichen benutzen. Ich schätze mal, das kriege ich raus, wenn ich gegen den einen Typen in der Spelunke mit den Turnierfingern gewonnen habe, die ich mir vorher hier im U-Boot klauen muss. Und dafür muss ich den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit besorgen. Aber wie ich das hinbekomme, ja, keine Ahnung. Vielleicht finden wir es ja zusammen raus, mal gucken. Ich gehe erstmal zurück nach Bellevue. Zu Bellevue oder whatever. Ich will mal was probieren. Und zwar einmal zum Ausguck. Wir haben mal in der Fibel gesehen, wir müssen auch für das Flugschnabeltierei einen hochgelegenen Platz finden. Und dieser Kescher und die Hose haben mich doch ganz schön stark daran erinnert, dass wir hier ein Katapult gebastelt haben. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwas brauchen oder ob es klappt. Okay. Mein Hosenkatapult ist fast fertig. Ich muss es nur noch irgendwie spannen. Mein Hosenkatapult ist fast fertig. Ich muss es nur noch irgendwie spannen. Dann nimm es doch einfach in die Hand, zieh es ein Stück zurück und dann Feuer frei. Ich glaube, es wäre zu einfach. Mein Hosenkatapult, ich muss es nur... Aber das ging... Wie kann ich das Ding denn bitte schön spannen? Mein Hosen... Ich muss es... Aber das... Also. Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Werkzeugkasten für Unterlegscheiben. Zum Beispiel. Bah. Meine Sachen sind tatsächlich etwas fusselig. Aber warum sollte ich in meinem Mantel sauber machen? Es ist ja nicht so, dass ich da drin jemals Besuch erwarte. Es könnte aber interessant werden. Okay. Ich guck nochmal kurz in die Fibel rein. Gefunden habe ich es schon mal. Jetzt muss ich es nur noch ausbrüten. Ja, das ist richtig. Flugschnabeltiere schlüpfen im freien Fall vom höchsten Punkt ihrer Siedelstätte. Umständlich, Hammer. Aber auch irgendwie lässig. Okay, aber das ist ein Kescher. Seltsame Illustration. Entweder wusste der Künstler nicht, was ein Kescher ist, oder wie man ordentlich zeichnet. Okay, also scheinbar brauchen wir irgendwie sowas in der Art wie einen Kescher, um das Ding zu spannen. Weil den höchsten Punkt haben wir zumindest schon mal gefunden. Und so.
Okay. Vielleicht können wir den Rasiermesserfischer hier reinsetzen. Ich glaube, der ist zwar zu groß dafür, aber... Zu spät. Der ist schon tot. Oh. Düdüm. Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will eine Gehirnpuder, wofür auch immer. Das hatten wir ja schon. Können wir jetzt am besten... Na, ich glaube, solange die Schnabel... Tiere noch auf der Karte vom Schischlumpi sind, was übrigens auch ein sehr schöner Name ist, brauchen wir eigentlich Seagull gar nicht anquatschen. Aber wie bekommen wir denn jetzt die Haki am besten weg? Au! Herrlich. Au! Mit Schmack ist an der Wange gelangt. Au! Ich muss doch irgendwie diese vermaledeite Hake bekommen können. Aber wie? Und wo? Und vor allem wie viele? Können wir nochmal was bestellen? Dieses Rätsel habe ich bereits gelöst. Ja, das hast du. Aber hier gibt es ja auch nichts weiteres. Ja. Hier kommt ja das Schnabeltier rein, sobald ich es ausgebrütet habe. Dafür benötige ich den Kescher. Denke ich mir zumindest. Willkommen nochmal. Jo, moin und so. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltier. Jo, reinhauen und so, nicht? Okay, ich glaube, in Bellevue haben wir erstmal noch nichts weiter zu tun. Nee. Ich hatte gerade so diese komischen Gedankengang, dass wenn wir das Ding spannen, das Eier zurückfliegen könnte in den Baum, aber... Dafür müssen wir es erstmal gespannt bekommen. Und ich würde fast behaupten, dass wir dafür die Hake brauchen, aber... Wie? Au! Das hört nicht auf, lustig zu werden. Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will eine Gehirnoperation oder wofür... Hatten wir. Ich glaube, ich werde mal zurück zum Angler gehen. Der war bei den Dogs. Wir hatten ja versucht, ihm den Rasiermesserfisch unterzujubeln. Schau mal her. Ist das nicht ein Prachtexemplar? Was zum... Hast du den etwa gefangen? Na klar. Sieht so aus, was? Beim Klabautermann. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Wie ist das nur möglich bei deinem Mangel an Anglerglück? Was ist dein Anglergeheimnis? Ich benutze eine pedalbetriebene Tandemangel. Unsinn. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Ich benutze reißfeste Angelschnur aus Raupenseide. Auch Seemannsgarn genannt. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Das nennt man Anglerglück. Niemals! Ich erkenne einen Pechvogel, wenn ich ihn sehe. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht... Es liegt an meiner unglaublichen Lässigkeit. Die ist zwar wichtig, aber bei dir nicht vorhanden. Ein richtiger Angler ist so laidback, dass er ohne Klappstuhl nicht aus dem Haus gehen kann. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Ich locke die Fische mit meinem unerhörten Charisma an. Das ist genauso gelogen wie widerlich. Wenn du mir dein Angler... Ich benutze einen Spezialköder. Ha!
Jetzt behauptet er auch noch, er habe einen... Moment. Köder sind wichtig. Und irgendwomit musst du den Rasiermesserfisch ja gefangen haben. Hast du am Ende tatsächlich einen Spezialköder? Willst du mich etwa aber einen Lügner nennen? Nicht, wenn du mir deinen Köder zeigst. Was bekomme ich denn dafür? Naja, ich kann dir einen Tigerfisch anbieten. Einen schnöden Tigerfisch gegen meinen super Spezialköder? Sag, hast du sie noch alle? Dann eben nicht. Eben wohl nämlich nicht, jawohl. Was? Ist mir doch egal. Wenn du irgendwann einen Tigerfisch willst, bring mir deinen Spezialköder. Ansonsten, kusch. Naja, wir können ihn mir einfach... Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Das sieht tatsächlich nach einem echten Köder aus. Na gut, vielleicht weißt du doch, wie man angelt. Du kannst dir einen Tigerfisch nehmen. Es stimmt, ja. Hey, bleib stehen! So ein Käse. Ist das dein Ernst? Du kannst nicht mal einen Fisch fangen, der bereits an Land liegt? Ich wollte ihn gar nicht nehmen. Er litt an Epilepsie. Was auch immer. Behalte deinen Köder, bis du wirklich einen Fisch willst. Ansonsten verzieh dich. Aber wie kriegen wir das denn hin, dass dieser vermaledeite Fisch da liegen bleibt? Ich hätte schon fast alle Komponenten für eine Angel zusammen. Ja, das sagtest du bereits. Das versuche ich erst gar nicht. Meine Sachen riechen schon genug nach totem Fisch. Das ist wohl Das wahr. Kann ich auch ohne Eimer transportieren. Ich mag das Gefühl, wenn es lose in der Hose hin und her klötert. Oh yeah. Das kann ich auch ohne Eimer. Ich mag... Das hatten wir bereits. Mit diesem Klopapier kann man höchstens noch Sachen abschmirgeln. Aber ich mag meine Sachen so rau, wie sie sind. Bis auf das Klopapier. Die Idee war bereits lahm, bevor die Beruhigungspillen ins Spiel kamen. Irgendwas okay. Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Werkzeugkasten für Unterlegscheiben. Also ich kann mit dem Klopapier irgendwas schmirgeln. Das ist ja schon mal sehr interessant. Aber nichtsdestotrotz müssen wir doch irgendwie diesen vermaledeiten Fisch nehmen. So bald. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Ich bin nämlich sehr wohl ein Angler, wenn's recht ist. Bist du nicht. Zum Angeln braucht man nämlich ein Gehirn. Und mit einem Minimum an Gehirn wüsstest du, dass das... Okay. Ich hätte schon fast alle kommen. Ja, ist ja schön und gut mit deiner Angel, aber dann sag mir doch, was ich dafür noch brauche. Arg. Hab in den Gadget-Shop, mal kurz abregen. Und mit was? Okay. Hat sich. Das ist doch zum Mäusemelken. Vielleicht hieß er das. Feuerschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Tja, ich bin nun mal ein unverbesserlicher Tierfreund. Ja, das bist du. Was haben wir denn hier noch Schönes? Können wir vielleicht hier den Köder in den Farbeimer tun? Dann schon eher schwarz. Mit so aufgeklebten Flammen vorne an der Seite. Und vielleicht ein Drache mit einer Streitaxt. Das wäre schon ziemlich cool. Dann schon eher schwarz. Mit so und vielleicht. Ich kann nicht ja einfach hier. Dann was schon eher schwarz. Mit so und vielleicht. Vielleicht verdünnen mit Wasser? Dann schon eher schwarz. Mit so und vielleicht. Oder auch nicht. Ansonsten haben... Wofür... das macht mich doch verrückt. Wofür soll denn der dämliche Farbeimer da sein? Wenn ich damit nichts machen kann. Vielleicht finden wir ja irgendwas Schönes in Docs Praxis. Ja. In der Tiefkühltruhe...
Das muss nicht gekühlt werden, auch wenn er schon langsam zu riechen anfängt. Aber nur langsam. Ach, ja. Okay, wir wissen auf jeden Fall schon mal, wie wir nachher das Erdschnabeltier ausbrüten können. Vorausgesetzt, wir kommen irgendwie an das Eis ran. An das Ei ran. Eis. Ist ja schon gut. Eis ist uns auch nicht weiter. Na, ob der das wohl hinbekommt? Nicht ohne meine Hilfe, so viel steht mal fest. Mit Sicherheit, ja. Na, ich weiß noch, was nützlich ist. Hallo nochmal. Ah, Rufus, wie kommst du voran? Gar nicht. Hast du den Airbag des Gondolieros repariert? Ja, schon erledigt. Es steht sogar schon der nächste Ersatz auf dem Anleger vor dem Laden. Ich frag mich allerdings immer noch, wie das passieren konnte. Garantiert steckt ein kriminelles Genie dahinter. Ich tippe eher auf blinden Vandalismus. Aber ich will mich nicht beschweren. Ohne blinden Vandalismus könnte ich meinen Laden gleich dicht machen. Ein Hoch auf die blinden Vandalen. Ja. Nette Praxis. Oh, danke, Rufus. Ich hätte sie zwar etwas anders eingerichtet, aber trotzdem ganz nett. Ach, ich weiß. Die Abschirmung des Generators resoniert ungünstig mit dem Induktionsfeld der Magnetbandspulen am Hauptkondensator. Aber was würdest du machen? Bei Oszillationsfrequenzen von teilweise über 6 GHz bei gleichbleibenden 30 Tesla. Tja, was schon. Naja. Ich würde den Generator etwas nach links rücken. Aber könnte das bei der Feldstärke nicht gefährlich sein? Quatsch. Ich würde nur ungern aus Versehen einen Neutrinostern in meiner Praxis erzeugen. Ja, naja, also. Du weißt doch, worüber wir hier reden, oder? Klar. Natürlich weiß ich das. Und ich bleibe dabei. Weiter nach links. Tja, wenn du meinst. Ist dir sonst noch was aufgefallen? Kann ich mir Werkzeug von dir ausborgen? Bedien dich ruhig. Ich muss hier ohnehin nur noch ein paar Feinjustierungen vornehmen. Und dafür brauche ich nur Hammer und Kaugummi. 1A. Okay. Was ist das für ein seltsamer Apparat nebenan in der Schleuse? Spiel ja nicht daran herum. Es ist Teil eines Experiments, totes Hirngewebe durch gezielte Stromstöße zum Leben zurückzuerwecken. Leider gibt's ein paar unangenehme Nebeneffekte, die ich noch nicht beseitigen konnte. Und die wären? Das elektrische Feld ist so stark, dass sich der Raum um den Generator faltet. Und die Falten bekommt man nur ganz schlecht wieder raus. Da empfehle ich ein sehr gutes Bügeleisen. Wofür ist die Tiefkühltruhe? Da bewahre ich Ersatzgehirne für meine Operationen auf. Und meine Lunchbox natürlich. Aber im Moment ist die leer. Viel Eis, keine Hirne und nichts zu futtern? Das sind ja Zustände wie bei einer Modenschau. Meine Praxis war cooler und größer. Wirklich? Die im Haus deiner Ex-Freundin? Ja, nicht nur größer. Es haben auch mehr Sachen geblinkt. Und sie hatte auch mehr von diesen Dingern da neben der Tür. Lichtschalter. Das Wort heißt geblunken. Genau. Okay. Ich werde dann mal wieder. Wo das? In die Schleuse. Ich bin mal so frei. Ein wenig mehr Power kann hier bestimmt nicht schaden. Spiel nicht an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst, könntest du ein Wurmloch erzeugen. Mecker, mecker, mecker. Aber ich hab doch gar keine Wurmlöcher. Mit den Verzweiflungstaten warte ich lieber bis zur letzten Sekunde. Dann wirken sie einfach besser. Okay. Endlich mein Köder elektrotodisieren. Ein wenig mehr Power kann hier bestimmt nicht schaden. Spiel nicht an den wenn du nicht auf... Mecker, mecker, meck... Ja, ist ja gut. Vielleicht ein bisschen Wasser drüber kippen. Ein wenig mehr Power... Spiel nicht, wenn du nicht... Mecker, mecker, meck... Die Antenne. Ein wenig mehr Power... Spiel nicht an den Gerät, wenn du nicht auf... Mecker, mecker... Okay. Sagt immer mit den Verzweiflungstaten wird... Aber gibt's ja sonst nichts weiter. Es muss doch hier irgendwas geben. Ein wenig mehr Power kann hier bestimmt... Spiel nicht an den... Wenn du nicht... Mecker, mecker... Mecker, 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 mecker... Hm. Okay. Damit könnte ich bestimmt die... Dann könnte ich eben nur noch... Ja, so viel dazu.
Mann, jetzt laufen wir schon seit fast 20 Minuten rum. Das Einzige, was wir geschafft haben, war zum Anfang zurückzukehren. Und dieses komische Flugschnabeltier-Ei in meine lustige Vorrichtung zu basteln. Bose, du alter Pirat. Hier. Ich brauche hier den Drachen. Den Drachen der Unsichtbarkeit. Und so. Hey, lass du meine Gondel, por favore. Ich habe gerade erst frischen Lack aufgetragen. Aber komm da nicht später angekrochen, wenn du doch noch Rallye-Streifen haben willst. Ich glaube, ich muss auch mit den Gondoliero loswerden. Bäh. Ancora? Stupido, stupido, Gonzo, idiota! Das heißt Stronzo. Stronzo. Ach ja. Okay. So, jetzt hier und... Es macht irgendwie überhaupt keinen Spaß, wenn sich niemand drüber aufregt. Ja? Es macht irgendwie überhaupt keinen... Ach, jetzt wirst du auch wohl nicht Warum ernsthaft... steht eigentlich in Kneipen nie was Nützliches auf den Tischen? Wie Cayennepfeffer oder Rattengift? Oh ja, Cayennepfeffer wäre echt was Feines. Es macht irgendwie überhaupt keinen Spaß, wenn sie... Vielleicht... Es macht irgendwie überhaupt keinen Spaß. Es macht vor allem keinen Spaß, wenn es einfach hier nicht funktioniert. Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich oder wofür auch immer. Ich wollte Zuckerwasser herstellen. Also wirklich. Rufus, nun sei doch nicht so. So unflexibel. Jetzt bin ich ja schon wieder hier auf dem Marktplatz. Es scheint sich um eine Schrottgrabenkolonie zu handeln. Goldig. Ja? Und los. Vielleicht kann ich auch was reinwerfen. Für den Laien sieht das hier aus wie die perfekte Schnabeltierbrutstätte. Der Profi weiß aber, dass der Laie ein Idiot ist, und lieber nach Hause gehen und Briefmarken stapeln sollte. Okay. Für den Laien sieht das hier aus wie die perfekte Schnabeltier. Der Profi weiß aber. Hä? Briefmarken stapeln? Was laberst du? Beim Optiker gibt's ja auch nichts. Da können wir wissen, was es hier überhaupt mit den Rohren auf sich hat. Das rote Rohr führt in Richtung Klein-Venedig. Das grüne ins Herz des Industriegebietes. Und okay. Das gelbe in diese dunkle Gasse da. Hat sich hier irgendwas geändert? Du, da. Nee. Ich sehe das Rohr zwar, aber ich bin immer noch genauso schlau wie vorher auch. Eine Karte, Waffenladen. Das Ei habe ich ja jetzt schon bekommen. Poso, du alter Pirat, hast du noch irgendwie eine Idee für mich? Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Aber natürlich. Oh. Du hast es einfach nicht drauf. Ich konnte nichts dafür. Das war dieser Gondoliero. Sein Gedudel hat die ganze romantische Stimmung kaputt gemacht. Hoffentlich taucht er nicht noch einmal auf. Sollen ihn die Schrottkrabben holen? Genau. Was für Dinger? Na, Schrottkrabben. Das sind diese Parasiten, die sich im Treibgut einnisten. Die Biester sind eine richtige Plage. Man sagt, sie seien an Bord irgendwelcher Transportkisten auf den schwimmenden Schwarzmarkt gelangt. Ach so, du meinst Schrottkrabben. Vergiss die Viecher. Wer braucht schon eine Parasitenplage, wenn er Rufus hat? Kümmer du dich mal um deine Bambina. Um diesen Gondoliere kümmere ich mich.
Meinst du wirklich, dass sich dieser ganze Aufwand lohnt? Na klar. Warte mal, Schrottkrabben. Vielleicht kann ich ja Schrottkrabben auf den Gondoliero hetzen. Nur die Frage ist, wie? Was machen wir hier noch gleich? Das frage ich mich langsam auch. Die Idee war wohl, dass ich versuche, mich mit meiner Bambina zu versöhnen. Das kann ja nur in die Hose gehen bei deinen Seeräubermanieren. Eigentlich weiß ich genau, was ich ihr sagen muss. Ich mache mir mehr Sorgen um ihre Manieren. Das letzte Mal hat sie mit einer Axt nach mir geworfen. Verstehe. Daher auch das Holzbein. Was für ein Holzbein denn? Haha, so kenne ich meinen Piraten. Ja. Holzbein, welche Haken hat? Mit der Augenklappe kannst du sie eh nicht sehen, nicht wahr? Versuchst du mir etwa, wenn auch auf ziemlich bizarre Weise, Mut zu machen? Ach, ich weiß nicht so recht. Eigentlich habe ich gerade was Besseres zu tun. Kein Problem. Dann warte ich hier noch einen Augenblick. Nutz doch die Zeit, um über deine Fehler nachzudenken. Wer auch immer dieses Rohr designt hat, hat eine Na super, jetzt ist das aber gebracht, ich lasse es wohl und behalte das für... Hallo, Test, Test. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Der Kutterkapitän mit dem amtlichen Kennzeichen wird gebeten, sich beim Hafenamt zu melden. Sein Kutter brennt. Und seine Frau hat Krebs. Interessant. Ich habe da gerade so eine lustige kleine Idee. Stellen wir das Rohr so, dass das Rote ins Gelbe zeigt. Für die kleine Gasse da hinten. Ach ja, wir sind wieder runter. Dann werden wir vom Industriegebiet aus zum Waffenladen gehen und nochmal reinquatschen. Hallo, Test, Test. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Captain Boso ist eine alte Knackwurst. Ich wiederhole, Captain Boso ist eine alte Knackwurst. Hey, das war witzig. Ich, können das Rohr noch in eine andere Richtung tun. Nämlich, dass wir, ich glaube, das Grüne ging nach Bellevue. Wenn ich mich recht entsinne. Und in Lichtgeschwindigkeit zurück. Hallo, Test, Test. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich wiederhole, ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Wir schon. Ich habe da gerade eine sehr interessante Idee. Sollten Sie den Freitod als Option in Betracht ziehen. Ich habe da gerade eine fantastische Idee. Was plant der Alte schon wieder? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ja, ich lasse euch zappeln. Bis zum nächsten Mal. Rinja und tschüss.